Servus, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Summer Infinity Sex on the Beach. Das ist der hier. Jetzt zeige ich euch zunächst mal was zum Setup. Ich rauche heute wieder mit meiner Farida, mit dem Skyfunnel, eine Lage Panzeralufolie, zwei durchgeglühten Brikos, groben und feinen Löchern und den Kopf, vor seht ihr jetzt hier. Dran hängt der Echtlederschlauch mit dem modifizierten Griff und Mundstück. Ja, dieses Video wieder synchron. Bitte entschuldigt, das letzte Video war echt ziemlich asynchron, also der erste Upload. Ich habe es dann bemerkt, einen Tag später, war dann blöderweise nicht zu Hause, konnte es also nicht nochmal schneiden und rendern. Deswegen hat es dann zwei Tage gedauert, bis ich es neu abgeloadet habe. Und ja, dann war es synchron. Sollte bei diesem hier nicht passieren. Ich weiß auch nicht, was los war. Mein Schnittprogramm hat sich gedacht, ach Mensch, zaubern wir mal beim Rendern einfach die Audiospur komplett durcheinander, ja. Ja, zurück zum Tabak. Summer Infinity 6 on the Beach. Das ist ein Cocktail. Soll ein Cocktail sein. Kommen wir aber zuerst mal zum Schnitt und zum Geruch. Also, ihr habt hier wirklich einen sehr, 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 sehr feinen Schnitt. Das ist stellenweise durchsiebt an manchen Stellen mit Ästen. Hier sieht man es, glaube ich, ganz gut, ja. Also es ist ein sehr, sehr feiner Schnitt, rötlicher Tabak, also ist hier Farbstoff im Spiel. Ja, zum Kopfbauen ganz cool eigentlich. Klebt nur ziemlich, also ihr müsst gut aufpassen. Ich rauche jetzt in dem Fall mit dem Funnel, da macht das nichts. Aber wenn ihr mit dem Lochkopf, also sprich mit einem normalen Kopf raucht, kann es ganz gerne mal passieren, dass der euch alles verklebt. Also am besten mit dem Funnel rauchen. Genau. Preislich liegt der mit so rum, ne? Ja. Mit 13,90 für 150 Gramm im absolut fairen Rahmen. Also ist absolut okay. Kommen wir zum Geruch. Und da muss ich jetzt erstmal so ein paar Sachen erzählen. Ja, also wie schon gesagt, normalerweise, ich trinke sehr selten Cocktails. Ich bin eher so der Biertyp, aber wenn, dann Sex on the Beach. Was ist drin? Ich sage das mit Mengenangaben. Das ist einfach wichtig, dass man sich ungefähr vorstellen kann, in welcher Intensität welcher Geschmack durchkommen sollte. Ja? Also da sind drin, in dem ganz normalen Sex on the Beach, sind 2 cl Pfirsichlikör, 2 cl Wodka, 4 cl O-Saft, 6 cl Cranberry Nektar und ein Spritzer Zitronensaft. So. Das heißt also, im Vordergrund sollte eigentlich so eine richtig schöne saure Cranberry sein, die dann von so einer Orange abgefangen wird und dann noch so in Kombination ein Pfirsichlikör mit so einer leichten Wodka-Alkoholnote. Also sprich Pfirsich mit einer Alkoholnote, O-Saft und Cranberries. So sollte in dieser Art und Weise kommen, ja. Jetzt kommen wir erstmal zum Geruch und dann kommen wir auch schon zum ersten Punkt, der mich total abgefuckt hat an dem Tabak. Da rieche ich nämlich eine Erdbeere raus. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig voll. Vollgas-Erdbeere. Da sind so ein paar saurere Beeren zu erkennen. Das sollen dann wohl die Cranberries sein. Riecht für mich aber eher so in Richtung... Ja, so in Richtung Johannisbeere schon fast. Also so eine sehr saure Beere. Ja, wirklich im Vordergrund diese Erdbeernote. Ihr könnt vielleicht, wenn ihr ganz genau hinriecht, im Hintergrund so eine leichte Pfirsichnote ausmachen. Aber wirklich, diese Erdbeernote ist sehr dominant und hat, eine Erdbeere hat in dem eigentlichen Sex on the Beach nichts zu suchen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, kann man auch Erdbeere reinmischen, ist doch dann auch Sex on the Beach. Ja klar, ich kann auch einen Weizen-Cola reinmischen, dann schmeckt es halt nicht mehr nach Bier. Und ist halt auch kein Weizen, sondern ein Cola-Weizen. Ja, also wie schon gesagt, Erdbeernote im Vordergrund, vielleicht mit viel Fantasie eine ganz leichte Pfirsichnote im Hintergrund. Was mir völlig fehlt vom Geruch her, ist die Alkoholnote.
Und was mir ebenfalls völlig fehlt, ist eine ausgeprägte Orangennote. Also man kann so eine ganz leichte, ganz minimale künstliche Orange im Hintergrund festmachen. Von der Zitrone keine Spur. Also vom Geruch her nicht so wirklich überzeugend, nicht so wirklich am Thema dran. Schauen wir mal, was der Rauch macht und was der Geschmack vom Tabak selber macht. Ja, Tabak ist vom Schnitt her fein, ist gut feucht, wie soll der anders rauchen, ja? Raucht Bombe. Schöner, dichter, weißer Nebel, ja, so wie es sein soll. So, kommen wir zu weniger erfreulichem, nämlich zum Geschmack. Ja, auch hier kommt direkt so diese Erdbeere. Also ich habe wirklich überall geguckt und ich habe auch schon in einigen Cocktailbars oder Kneipen eben den Cocktail getrunken und da ist nirgends Erdbeere drin. Also man kann es machen, wenn man drauf steht. Aber wie schon gesagt, da kann ich auch einen Weißbier-Cola mischen, wenn ich drauf stehe. Ist dann halt kein Weizen mehr. Alkoholnote fehlt auch im Geschmack völlig. Mir ist klar, dass die Alkoholnote eine der schwersten Noten ist hinzubekommen im Shisha-Tabak. Ja? Also dieses leicht alkoholische, das bekommt man, also bekommen nur wenige richtig gut hin. Der Pfirsich ist vielleicht ganz leicht zu erahnen, so eine ganz mini Pfirsichnote. Blöderweise ganz am Anfang. Die wird dann aber direkt von so einer Erdbeerfront überrollt, ja. Wenn es wenigstens eine gute Erdbeere wäre, wäre das kein Problem, aber das ist so eine künstliche Hubba-Bubba-Erdbeere. Und auch hier keinerlei Orange. Also ganz dezent mit viel Liebe schmeckt man vielleicht hier auch so eine leicht cremige Orangennote raus. Die soll aber beim Sex on the Beach eigentlich nicht cremig sein, sondern Orangensaft halt, ne? Ja, und weil so ein Cocktail normalerweise mit Eiswürfeln serviert wird, beziehungsweise mit Crushed Ice, haben die sich gedacht, Mensch, hauen wir doch noch eine Eisnote rein. Also Leute, wirklich. So eine leicht mentholig minzige Note am Anfang, merkt ihr auch beim Ziehen, so schon so fast so ein bisschen unangenehm im Hals. In den Sex on the Beach kommt weder Minze noch Erdbeere, also ist das hier, so hart das klingen mag, aber eine ganz krasse Themaverfehlung. Ja, so ein bisschen Orange kann man rein interpretieren, durchaus, ja. Aber auch eher dumpf und eher so wie Orangenschale oder Orangenöl, also auch nicht wirklich authentisch dran. Ja, Fazit. Pfirsichlikör. Keine Likörnote, keine Alkoholnote, eine ganz minimale Pfirsichnote vielleicht. Wodka, also die Alkoholnote, bleibt völlig aus. Orange, so einen ganz kleinen Tacken. Also Orange sollte eigentlich das sein, was mit am intensivsten ist. Ja, es wird nur noch von einem getoppt, und zwar von der Cranberry. Manche, muss man fairerweise sagen, machen auch keine Cranberry rein, sondern Grenadine, also sprich Granatapfelsirup. Aber nicht mal den schmeckt man hier raus, ja. Also was Cranberry sein sollte, ist hier ganz klar Erdbeere, die liegt auch im Vordergrund. Nee, also nicht mein Fall, absolut nicht. Hat vom Geschmacklichen her nicht mal mit viel Fantasie was mit dem Cocktail zu tun.
Wenn ihr nach einer künstlichen Erdbeere sucht, mit so einer ganz leichten Orangennote und einer Eisnote, seid ihr bei dem Tabak richtig. Wenn ihr, so wie ich, den Tabak gekauft habt und auf dem Westerner Sex on the Beach schmeckt, seid ihr völlig falsch. Also wie schon gesagt, eine ganz krasse Thema-Verfehlung, Summer Infinity Sex on the Beach. Keine Kaufempfehlung diesmal von mir, muss ich leider so sagen. Ja. Also überzeugt mich nicht wirklich. Das Einzige, was wirklich gut an dem Tabak ist, ist, dass er raucht wie Sau. Und das war's dann leider auch schon. Ja. Gut, das wäre soweit von mir gewesen sein hier zum Summer Infinity 6 on the Beach. Holt's in euch nicht, ja, also da ist absolut nicht drin, was draufsteht. Bis zum nächsten Review, Leute. Haut rein. Servus.